Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Glossy Box in der Superbox Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Design von der Box ist quasi ja, das gleiche Design wie auch von der Februar-Variante. Da hatten wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal die schwarz-weiße und die weiß-schwarze. Ich hatte die schwarz-weiße und das hier ist jetzt die weiß-schwarze Edition. Und sie hat für Glossybox-Abonnenten 25 Euro gekostet oder kostet es immer noch. Und für Nicht-Abonnenten kostet es 35 Euro. Sie soll einen Warenwert von 170 Euro beinhalten. Und wenn ich das bei Katrins Welt und so und bei Chiquitas Place richtig verstanden habe, sind hier überwiegend Produkte drin, die wir als langjährige Glossybox-Abonnenten leider schon kennen und da haben werden. Ja, ich bin aber einfach mal gespannt, beziehungsweise ich habe mich auch schon hingesetzt und anhand der Videos geschaut, wann die Produkte, die in dieser Box drin enthalten waren, in vergangenen Glossyboxen zu finden waren. Und bis auf ein Produkt, was noch in keiner Box drin war und ein Produkt, was ich irgendwie nicht gefunden habe, ist das tatsächlich auch der Fall gewesen. Aber, Leute, ich werde euch am Ende sagen, für wen es sich lohnen würde, sich die Box tatsächlich auch zu kaufen. Ich habe den Deckel mal entfernt und da haben wir auch den gleichen Spruch von Audrey Hepburn drinstehen, den wir auch schon in der Februarbox drinstehen hatten. Da geht es auch darum, dass die Schönheit von innen halt super wichtig ist. Und ich glaube, das kennen wir alle sehr, sehr gut, wenn uns so eine Person über den Weg läuft oder wir auf... Ja, jetzt aktuell wegen C nicht unbedingt, aber ne, wenn wir einer Person begegnen, die so eine gewisse Aura hat, so eine gewisse Ausstrahlung, das ist innere Schönheit, finde ich persönlich. Ne? Genau, so, ich habe den Deckel jetzt einfach mal entfernt und hier sehen wir dann auch einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und 8 Wow-Produkte im Wert von 170 Euro. Dann mache ich hier mal das Seidenpapier zur Seite und da sehen wir unsere Wow-Produkte, hoffe ich jedenfalls. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten, was hier so süß eingepackt ist. Ich meine, dass wir das mal irgendwann auch in der Glossybox Girls oder Young oder keine Ahnung oder so als Goodie auch mal mit dabei hatten. Ja, das hier ist nämlich so ein kleines Ding, wo man erst sich denkt, geil, da ist bestimmt Schmuck drin. Da habe ich jetzt leider nicht herausfinden können, in welcher Box das war. Aber es war auf jeden Fall in der Box von 2021 mit drin. Genau. Das habe ich nämlich aktuell in Anwendung tatsächlich. Meins sieht etwas anders aus. Das ist nämlich so ein Telefonkabel-Haargummi, was als Goodie jetzt dabei gelegt worden ist. Hat einen schönen weinroten Ton, mag ich gerne leiden. Und ich muss auch sagen, dass ich es gut finde. Ne? Also meins ist jetzt halt schon ziemlich ausgeleiert, aber... verwende ich halt immer. Und deswegen, also ich persönlich finde es cool und ich finde es auch gut, dass es ein Goodie ist, was mit dabei ist und nicht jetzt irgendwie preislich aufgeführt. Ne? Als nächstes haben wir hier ein Produkt drin enthalten und zwar ist es von Lavera, das Hydro Sensation Gesichtspflegespray. Das habe ich, ich glaube sogar in meinem aufgebraucht dekorative Kosmetik vom vergangenen Jahr 2021 drin gehabt. Das ist nämlich so ein Gesichtspflegespray, das kannst du entweder nehmen, um dein Gesicht so zwischenzeitlich ein bisschen zu hydratisieren oder du kannst es verwenden als Setting Spray oder sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Das hatten wir in der April 2021 Box mit drin gehabt und ich mag den Duft nicht so gerne. Das riecht mir persönlich zu alkoholisch. Ich denke auch, dass ich das hier verwenden werde, vor allem um meine Make-up-Schwämmchen anzufeuchten, ne? Und es wird aber auf jeden Fall in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit reinwandern, denn es ist heute der 25. Februar, wo ich das Video drehe. Und dementsprechend ist es noch eine Box, die ich im Februar aufmache, die aber wahrscheinlich erst im März als Video bei euch in der Abo-Box erscheinen wird. Ne? Genau. Jo. Genau. Ist aber nichts, wo ich sagen würde, wuhu, da freue ich mich jetzt gerade mega drüber. Bei dem Produkt, ja... Dann sagt der Katrins Welt und so auch, dass ich das wohl ausprobiert hätte als Body, als Gesichts-Make-up. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Kann sehr gut sein. Von Vita Liberata ein Body Blur. 30 ml haben wir hier drin enthalten. Das wird definitiv weiter wandern, weil das mir viel zu dunkel ist. Und wenn das tatsächlich so gewesen ist, dass ich das in einem Full-Face-Beauty-Boxen ausgetestet habe, ich habe es aber tatsächlich nicht wiedergefunden, dann muss das ja auch letztes Jahr... irgendwie mit in den Boxen drin gewesen sein. Aber ich habe nicht herausgefunden, in welcher Box. Schreibt mir das gerne, falls ihr das wisst, in welcher Box das drin enthalten war. Ich meine aber, dass es doch relativ lange her ist. Oder war das in irgendwie so einer Special-Box drin enthalten? Vielleicht so die, die im August rauskommt, Juli, August zu dem Dreh, ne? Dieses Summer-Bag. Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt nicht alle Videos von mir ganz genau angeguckt. Ich habe auch irgendwann erst im Laufe des letzten Jahres angefangen, überhaupt so Timestamps und so reinzumachen und die Produkte aufzuführen. Muss ich mich noch mal ein bisschen durchwursteln, ansonsten schreibe ich euch das hier auch jetzt mal mit rein.
wann das drin enthalten war. Ich persönlich finde sowas jetzt nicht so ultra geil. Ich meine, gut, ja, wenn man jetzt so dran denkt, dass man Richtung Frühling geht und dann auch vielleicht ein Röckchen anziehen möchte und keine Strumpfhose oder so drüber zieht, ne? Wobei dafür dürfte es noch ein bisschen zu kalt sein, auch wenn es heißt, dass es im März 9 Sommertage geben wird. Auf jeden Fall bin ich kein Fan von, weil bei sowas färbt man halt ab, ne? Also das ist... Ja, soll man sich irgendwie auch mit einem Bräunungshandschuh oder so auftragen, Body-Make-up, keine Ahnung. Also jedenfalls steht das hier drin, und Katrin hat dir das auch gesagt, eine kleine Menge des Produkts auf einen Bräunungshandschuh geben und in kreisenden Bewegungen auf die gewünschten Hautpartien auftragen. Im Gesicht nur sparsam verwenden. Siehst du, man kann das auch im Gesicht verwenden. Und mit einem Make-up-Pinsel verblenden, nach dem Auftragen die Hände waschen. Ja, also die Farbe, ne? Sowas finde ich immer super kritisch in Boxen, ne? Ja, gut. Hätte ich jetzt dafür nicht diese Superbox gebraucht, wenn ich das mal so sagen darf. Dann habe ich ein Produkt hier drin, was ich, glaube ich, letztens erst aussortiert habe. Deswegen wird es auch nicht ins Fullface mit reinwandern. Kryolan Eyebrow Gel oder Eyebrow Forming Gel. Das hatten wir drin in der September-Box 2021. Das finde ich persönlich jetzt auch nicht so super geil, weil das halt nicht so wirklich hält. Also dafür, dass es ein Augenbrauengel sein soll, was ja auch in der Theaterschminke verwendet wird, ist es mir persönlich einfach zu lasch. Wirklich. Ich bin Fan von hier Essence, Lumination, Brow Lumination oder 24 Hours Brow Setter von Benefit. Das sind so meine Viecher, die ich gerne verwende, um meine Augenbrauen festzutackern. Denn durch das Augenbrauenserum, was ich nehme, um halt Augenbrauen zu bekommen, heute habe ich ein Augenbrauenpuder drauf, da ist alles ein bisschen dezenter. Oh, ich habe hier abgestempelte Mascara. Ja, ich bin nämlich eigentlich parallel gerade dabei, auch mit meinem Freund zusammen im Badezimmer zu renovieren. Jetzt habe ich gerade eine kleine Filmpause. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Genau, brauche ich eigentlich etwas, was meine Augenbrauen halt wirklich in Form bringt, dass ich die auch wirklich formen kann, ne? Also ich kämme die hoch und dann lege ich die auch so ein bisschen flach, um da so ein bisschen, ne, Volumen reinzubringen. Und das kann ich hiermit nicht. Das ist mir viel zu wenig und deswegen, auch kein Produkt, was mich jetzt so vom Hocker haut. So, dann haben wir hier etwas mit drin. Das war in einer Box, die ich, glaube ich, weiß ich nicht so in Erinnerung mehr habe. Von Downtown Paris ist es nämlich dieses Liquid Blush. Das hatte ich auch letztens mal mit euch zusammen ausprobiert, weil ich das selber nochmal im Trash zugeschickt bekommen hatte, als ich die August 2019 Box damals geöffnet habe und es wohl drin hatte, habe ich es relativ schnell weitergegeben, weil ich da noch kein Fan von Liquid Blushes war. Und letztens habe ich erst super, super viele Liquid Blushes und Liquid Highlighter und so weiter aussortiert, weil ich die einfach nicht so schnell aufbrauche und weil ich da nicht so super Fan von bin. Ich mag gerne Creme Blushes und schon ja Liquid Highlighter, aber das steht jetzt hier nicht zur Debatte. auf jeden Fall kippen die irgendwann. Ist ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt so ein Puderprodukt hast, was du dann mit Alkohol desinfizieren kannst. Das ist bei diesen Produkten ein bisschen schwierig. Das hält sich auch nur 6 Monate dementsprechend. Das wird nicht bei mir bleiben. Ich habe jetzt aktuell das von Jenny mit Catrice. Genau, das habe ich noch da als Liquid. Und von, wie heißt das? 123, genau, habe ich das nämlich auch noch da als Liquid. Da kann ich mir vorstellen, dass ich das irgendwann mal aufbrauche. Aber innerhalb von 6 Monaten so eine Riesentube, ja, und ich glaube, ich fand das auch, als ich das mal ausgetestet habe, ein bisschen zu wenig. Also es kommt zwar intensiv raus, aber auf der Haut kommt es dann nicht so intensiv rüber, ne? Genau, also deswegen, ja, ist halt mit bei gewesen. Dann habe ich hier ein Produkt dabei, was für mich schon so ein Highlight-Produkt ist, weil das auch eine coole Palette ist. Fun Fact, ich teste mich aktuell durch meine Lidschattenpalettensammlung. Also gehe da so alphabetisch durch und ich hatte tatsächlich für morgen, wenn ich mich schminke, auch genau diese Palette hier auf meinem Tisch liegen, dass ich sie verwende. Und zwar ist es von La Splash Cosmetics die Eyeshadow Palette. Die sieht wirklich, wirklich sehr spektakulär von außen aus. Und für von innen, nehme ich jetzt einfach mal meine, die ich hier bei mir liegen habe, die hatten wir im November 2020 in der Box drin enthalten. Und so schaut die ohne diesen Schieber aus. Also wirklich sehr, sehr schön, ne? Also ich finde die wirklich sehr ansprechend, habe sie deswegen auch behalten. Und die ist klasse. Wir haben hier tolle Töne mit dabei, mit denen man auch ein schönes Make-up schminken kann. Die 3 Schimmertöne sind wirklich super pigmentiert. Also das lohnt sich definitiv, falls man halt die Palette haben möchte, weil die hat allein schon einen Wert von 27 Euro. Ja, es ist eine ganz normale, nudefarbene, relativ neutrale, langweilige Palette. Aber ich finde sie jetzt gar nicht so schlecht, ne? Also, wie gesagt, morgen werde ich die auch verwenden, um damit einen Look zu schminken. Ich mache dann auch immer Close-Ups und poste die auf Instagram. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ich heiße dort AIDWorkP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da könnt ihr dann auch gerne mal solche Close-Up-Looks sehen von mir.
Und ich kann euch einfach jetzt mal so 4 Farben swatchen, dass wir uns die mal angucken, weil die haben schon wirklich eine gute Qualität. Also das lohnt sich schon, ne? Die Palette ist eine schöne Geschichte. Safe, Essence, Catrice, ne? Die haben mittlerweile auch sehr gute Qualitäten, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber über die Palette freut man sich in der Box, weil die halt schön ist. Ne? Da kann man schöne Alltagslooks mitschminken oder Day-to-Night-Looks gehen auch ganz gut damit. Und die Schimmertöne sind schon echt schön. Ne? Kann man auf jeden Fall was mitmachen. Und deswegen, also das wäre auch ein Produkt für mich, wo ich mich drüber gefreut hätte, wenn ich halt noch nicht diese Palette hätte und sie halt im November 2020 schon erhalten hätte. Dann haben wir hier noch weitere Produkte drin. Aber ich brauche mal eben kurz ein Tissue für meine Finger, so, weil ansonsten werde ich hier gleich alles anmalen. Das wollen wir ja nicht. Ich habe mir ja hier so Handtücher zerschnitten und die sind dann immer in meiner Schublade drin. Kommen natürlich dann immer schön in die Wäsche und so. Ja, und dann haben wir hier etwas drin von Mellow Cosmetics. Auch das ist ein Produkt, das hatten wir schon vor einiger Zeit in der Box mit drin gehabt. Mellow Matte Liquid Lip Paint. Da muss ich nochmal schauen, ob ich das nicht vielleicht sogar noch in meiner Sammlung habe. Ich bin gerade dabei, meine Lippenprodukte so ein bisschen auszusortieren. Das ist die Farbe Auckland und ist eigentlich eine schöne Farbe. Und ich erinnere mich eigentlich positiv an dieses Produkt, weil das halt, ja, eine tragbare Farbe ist. Liquid Lipsticks sind nicht so unbedingt meine Welt, aber ich habe das irgendwie auch recht positiv in Erinnerung. Frag mich nicht, keine Ahnung warum. Den hatten wir im Adventskalender 2020 drin enthalten. Genau. Jo, kann man auf jeden Fall gebrauchen und relativ viel dekorative Kosmetik haben wir dann auch dementsprechend in dieser Box drin enthalten. Das ist ein Produkt, was natürlich den Preis in die Höhe treibt von der Box oder den Wert vielmehr, was absolut überteuert ist und viele freuen sich über Avant-Produkte in der Glossy Box oder auch in der Look Fantastic Beauty Box, weil das halt so teure Produkte sind. Meine Erfahrungen mit Avant sind durchwachsen, also sowohl, wo ich sage, ja, sind ganz schöne Produkte, bei der Rose Quartz Maske zum Beispiel. Aber das hier habe ich zum Beispiel auch aktuell in der Dusche in Anwendung. Es ist solide, aber es ist jetzt keine 69 Tacken wert. Ne? Sieht so aus, ist so ein kleines Tübchen und da sind mechanische Peelingpartikel drin, womit man seine Lippen halt peelen kann. Und das war im Februar 2021, also vor einem Jahr, in der Glossy Box drin enthalten. Ein gutes Produkt, was aber wirklich, also vielleicht ein Zehntel davon könnten sie dafür verlangen, aber ich weiß nicht, warum das immer so teuer sein muss, ne? Aber gut, es ist ein feines Produkt, es ist ein brauchbares Produkt, wenn man halt so wie ich öfters Lippenprodukte trägt. Jetzt zum Beispiel heute Abend werde ich meine Lippen peelen, weil ich habe heute einen matten Lippenstift drauf, den hat sich die liebe Sarah Isabel ausgesucht in unserem ungeschönt Februar-Video und ja, ne? Aber eigentlich sein Preis nicht so wert. Aber es ist schön, dass es in der Box drin ist. War auch erst vor einem Jahr in der Box drin enthalten. So, und das letzte Produkt reißt natürlich alles raus. Geht so. Das ist das einzige Produkt, was noch in keiner einzigen Glossy Box, die ich so gefunden habe, vertreten gewesen ist. Und zwar ist das von La Théorie de Vulcan Paris. Ein Augenkonturen-Fluid-Gedönsen mit 10 Millilitern. Und wie gesagt, das ist ein Produkt, was noch in keiner Glossy Box drin enthalten war und halt ein neues Produkt für die bestehenden langjährigen Glossy Box Abonnenten, die wir nun mal sind oder die ich bin, wo ich mich zu zählen würde, so. Und ja, deswegen, das ist auf jeden Fall schön. Eine Augencreme, freut man sich drüber. Augencremes verwende ich auch wirklich inflationär, also sehr, sehr viel, weil sie bei mir schon was Gutes machen. Also es funktioniert bei mir immer ganz gut mit Augencreme, ne? Ja. Ja, und das wäre jetzt auch der Inhalt der Box. Also wenn man jetzt wirklich sagen möchte, ich möchte, dass die Box sich für mich persönlich komplett, jetzt habe ich hier meinen Tisch zugesaut, lohnt und ich wirklich jedes Produkt daraus toll finde, neu finde, geil finde, dann sollte man nach September 2021 die Glossy Box abonniert haben, weil dann sind es alles komplett neue Produkte. Es sei denn, man hat irgendwann mal im Glossy Sale zugeschlagen. Da hat man nämlich wirklich einige Produkte davon schon mal gegebenenfalls in den Händen gehalten. Aber ja, also theoretisch, also alle, die vor September 2021 angefangen haben, die Box zu abonnieren, haben dann vielleicht ein kleines Déjà-vu bei dem ein oder anderen Produkt. Wobei man auch sagen muss, bis auf die Lidschattenpalette,
ja, vielleicht auch das Lippenprodukt und den Blush, ne, sind das Produkte, die ja auch irgendwann mal leer gehen, also die man auch aufbraucht, ne? Aber so eine Lidschattenpalette, das ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut und wo ich sagen würde, ja, das ist eine Superbox, weil für mich macht eine Superbox aus, dass da Produkte drin enthalten sind, die auch langjährig bestehende Kunden der Glossybox als super empfinden. Also irgendwie eine geile neue Face-Palette, eine geile neue Lidschattenpalette oder sowas. Das wäre was gewesen, ne? Oder eine neue Mascara, die man so vielleicht noch nicht irgendwo in der Box drin hatte. Das wäre geil. Da hätte ich mich mega gefreut. Aber das ist leider nicht der Fall, ne? Schreibt mir gerne eure Kommentare, eure Meinung zu der Geschichte hier, zu der Box. Unten in die Kommentare rein. Und ja, wenn ihr Glossybox-Abonnent seid, dann schreibt auch gerne mal, seit wann ihr die Glossybox abonniert habt, weil das fände ich auch mal ganz interessant zu sehen. Gibt es eher langjährige Glossybox-Abonnenten in meinem hier Zuschauerkreis oder welche, die sie gerade erst abonniert haben oder welche, die halt einfach noch gar nicht die Box abonniert haben und immer wieder neugierig sind, was ich dazu zu sagen habe. Ja, das war's hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen und Beauty-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!